الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين. Liebe Geschwister, liebe Brüder und liebe Schwestern, wir sind jetzt in dem Monat von Schaban und es kommt auf uns ein gewaltiger Tag zu. An diesem Tag vergibt Allah SWT. Allah ist derjenige, der die Vergebung liebt. Aber wir Söhne Adams, wir halten uns von dieser Vergebung ab. Wir entfernen uns von Vergebung von Allah SWT. Hört euch diesen Hadith vom Propheten Muhammad SAW. Der Prophet Muhammad SAW sagte, Allah schaut auf all seine Geschöpfe in der Nacht von dem 15. von Schaban oder in der Hälfte von Schaban. Der Nacht von der Hälfte von Schaban schaut auf Allah SWT auf all seine Geschöpfe. Und dann vergibt Allah SWT all seine Geschöpfe, außer der Mushrik, der mit Allah ein Teilhabe hat. Dem vergibt Allah SWT nicht. Und einer, der in seinen Herzen Hass hat gegenüber seinem Bruder, den vergibt Allah SWT nicht. Diese zwei Sorten, leider kümmern wir uns nicht um unsere Herzen. Diese Herzen, wenn diese Herzen gerichtet sind, dann wird sich dein ganzer Körper richten. Und kommt das Gute von ihm. Und wenn diese Herzen verdorben sind, dann verdirbt all seine Taten, verderben all seine Taten, verdirbt das Körper. Was bedeutet verdirbt das Körper? Das heißt, seine Handlung wird zum Schlechten. Warum? Weil sein Herz ist schlecht. Wir achten leider nicht auf das Richten des Herzens, worin eigentlich all deine Situationen, all deine Körper, all deine Handlungen, all dein Verhalten korrigiert wird durch das Richten des Herzens. Wenn man sich um sein Herzen kümmert, dass es gerichtet ist, dass es so ist, wie es Allah liebt, dann kommt nur noch Gutes von dir. Und hier weist uns der Prophet Muhammad aus seinem Wort zwei Eigenschaften. Auf zwei Sachen, wovon das Herz befreit werden sollte. Damit die Vergebung von Allah SWT kommt. Und diese zwei Sachen, wenn man sein Herzen davon befreit, kommt nicht nur die Vergebung, kommt jede Segen. Aber hier ermutigt uns der Prophet Muhammad SAW, dass wir unsere Herzen reinigen von diesen zwei Sachen, damit uns die Vergebung von Allah SWT trifft. Diese Vergebung, die der Prophet Muhammad SAW genannt hat, die kommt jetzt auf uns zu, der Tag, wo Allah SWT auf seine Diener schaut und vergibt allen seine Diener, außer dem Mushrik und Mushahin, derjenige, der Hass erfüllt ist, gegenüber seinem Bruder. Dieser Tag ist an der Hälfte von Schaban. Wir sind jetzt entweder 8. oder 9. von Schaban. Dieser Tag kommt auf uns zu. Wie willst du aussehen? Wie willst du sein, wenn Allah SWT auf dich schaut? An diesem Tag. Er schaut auf uns zu, um zu vergeben. Das heißt, Allah SWT lädt uns ein zur Vergebung. Allah liebt die Vergebung. Das ist eine Einladung von Allah zu dir, dass du dich vorbereiten solltest, dass du dich korrigieren solltest, dass du auf dein Herz mal reinschaust, bevor Allah SWT auf dein Herz schaut und sieht da drin etwas, was er nicht liebt, dass er dann dich sein lässt. Nochmal erinnere ich an die Aussage des Propheten Muhammad SAW. Allah schaut an der Nacht von der Hälfte von Schaban, also das heißt die 15. von Schaban, schaut er auf seine Diener. Und vergibt er all seine Diener, außer dem Mushrik, der mit Allah jemanden beigesinnt. Oder al-Mushahin, der eine Hass gegenüber seinem Bruder hat. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet Muhammad SAW, dann vergibt er die Gläubigen und lässt die Nichtgläubigen, lässt
die Kuffar, die Verleugner, lässt er sie und lässt er auch diejenigen, die Hass haben gegenüber den anderen, bis sie ihren Hass unterlassen. Das heißt, wenn du die Vergebung von Allah möchtest, unterlasse den Hass. Bereite dich vor auf diesen Tag, indem du auf dein Herz schaust und ihn von diesen zwei Sachen befreist. Erstens, fang mit dem Wichtigsten an. Das Wichtigste ist, dass dein Herz keinen Schirk hat, keine Teilhaberschaft mit Allah subhanahu wa ta'ala hat. Dass du deinen Herzen niemanden außer Allah teilst. Und hier ist das die gewaltigste Sünde überhaupt. Wenn du Allah triffst als ein Mushrik, als jemand, der neben Allah jemanden anderen anruft oder anbetet oder zu Gott genommen hat. Wenn du Allah triffst in diesem Zustand, dann gibt es niemals die Vergebung. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah, wahrlich Allah, vergibt nicht denjenigen, der jemanden mit ihm teilt und kann allen anderen vergeben. Das heißt, wer Allah subhanahu wa ta'ala mit gewaltigen Sünden trifft, könnte Allah subhanahu wa ta'ala vergeben, wenn es nicht die Teilhaberschaft mit Allah ist. Das könnte sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn vergibt. Aber wer Allah trifft als Mushrik, als jemanden, der jemanden anderen außer Allah angebetet hat, wenn er ihn so trifft, in diesem Zustand, dann gibt es keine Vergebung. Das ist Yawm al-Qiyam. Und hier in diesseits gibt es immer wieder Chancen, dass Allah uns vergibt. Und diese Chance, eine von diesen Chancen, kommt auf uns jetzt zu. Dass Allah subhanahu wa ta'ala auf allen seine Diener schaut und vergibt. Wie gut ist das Gefühl, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich von deinen Sünden entlöst und befreit und vergibt dir all deine Sünden. Was ist die Voraussetzung? Dass du dein Herz frei hast von diesen zwei Sachen. Erstens, dass du keinen Schirk hast, dass du niemanden mit Allah subhanahu wa ta'ala beigesetzt, niemanden teilst. So gewaltig war die Angst von den Propheten und von den Rechtschaffenen, dass sie in Teilhaberschaft mit Allah subhanahu wa ta'ala fallen. So dass Ibrahim, den Allah subhanahu wa ta'ala Symbol gemacht hat für den Tawhid und für die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala einzig allein, und wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn bezeichnet hat und wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn zu einem Liebling genommen hat, der sehr nah Allah steht, und trotzdem hat er Angst, in Teilhaberschaft zu fallen und ruft und bittet Allah subhanahu wa ta'ala, oh mein Herr, lass mich das vermeiden, die Götzen anzubeten, ich und meine Nachkommenschaft. Fragt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihn das meiden lässt, die Anbetung mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und so ist auch unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der hat zum Tawhid gerufen und der hat von dem Schirk, von der Teilhaberschaft gewarnt. Der hat von allen Mitteln, die dazu geführt haben, gewarnt. So hat er kein Mittel ausgelassen, wo die früheren Völker durch diese Mittel in Schirk geraten sind, hat er die unsere Umma verboten. Zum einen hat er die Bildermacherei, dass man Bilder macht, hat er verboten. Warum? Weil ein Volk dadurch zur Teilhaberschaft mit Allah subhanahu wa ta'ala reingeraten ist und andere neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet hat. So hatte er auch die Übertreibung mit den Rechtschaffenen, dass man sozusagen sie über ihre Position lobt oder so weiter, hat er dann auch verboten. Warum? Weil man dadurch auch durch die Übertreibung mit dem Lob und so weiter, ist man auch zum Anbetung von diesen Rechtschaffenen gekommen. Deswegen, unser Prophet Muhammad hat alle Mittel von Schirk zugemacht. Und alle Wege, die zum Schirk führen, hat er uns verboten. Damit er uns reinhält von dem Schirk. Aber wo ist die Umma, die lernt?
Wo sind die Leute, die zu, die Hadithe des Propheten Muhammad lernen und praktizieren? Der Prophet Muhammad hatte Angst um uns gehabt. Er sagte, das meiste, was mir Angst macht, gegenüber euch, der kleine Schirk. Der hat uns nicht nur vom großen Schirk gewarnt, der hat uns auch von dem kleinen Schirk gewarnt. Er sagte, die Augendealerei. Allah subhanahu wa ta'ala, sagt uns der Prophet Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, an dem Tag, Yawm al-Qiyamah, wo alle Leute ihre Belohnung bekommen, wegen ihrer Taten. Jeder bekommt seine Belohnung für die Tat, die er gemacht hat. Außer diejenigen, die ihre Taten gemacht haben, damit die Leute sehen, wo sie ihre Taten geschmückt haben für die Leute. Was wird zu ihnen Allah subhanahu wa ta'ala sagen? Sagte, geht zu denjenigen, wo ihr von denen den Lob gesucht habt oder dass ihr beabsichtigt habt, dass sie euch anschauen und sehen, was ihr für gute Taten habt. Das heißt, wofür ihr die Augendienerei gemacht habt, geht zu denen. Werdet ihr bei denen eine Belohnung bekommen? Wenn du jetzt deine Taten schmückst oder irgendwas machst, damit dir die Person oder die Person ein Lob gibt, und Yawm al-Qiyamah kommst du, um diese Belohnung zu bekommen, sei es ein Gebet, sei es eine Spende, sei es irgendetwas, eine Rezitation für Allah subhanahu wa ta'ala, irgendwelche Ibadah. Wenn du Yawm al-Qiyamah da ankommst, denkst du, Allah weiß nicht, was in deinem Herzen passiert ist? Denkst du nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht weiß, was du beabsichtigt hast? Im Gegenteil, er wird dich bloßstellen. Du erwartest die Belohnung von Allah. Und er sagt dir, geh. Geh zu dieser Person, wo du dich schön gemacht hast für ihn und deine Ibadah, deinen Gottesdienst geschmückt hast für ihn. Geh zu ihm. Nimm die Belohnung von ihm. Was kann der dir geben? Von dem du diese Lob suchst und beabsichtigst, damit er dir Lob gibt. Wenn es alle Menschen sind, alle Menschen, Yawm al-Qiyamah, wenn du das jetzt, wenn du die beabsichtigt hast, damit die dir sagen, was für ein rechtschaffener Mann du bist, was können die Yawm al-Qiyamah geben? Sie sind alle auf Allah angewiesen. Keiner kann dir was geben. Deswegen, wir müssen unsere Herzen befreien von diesen Krankheiten, dass wir handeln wegen den Menschen, dass wir handeln wegen sozusagen die Umgebung, wo wir sind, dass wir ein Lob suchen. Vor allem heutzutage mit diesen Telefonen, mit diesen Handys, wo man sich bei jeder Situation fotografiert und dann in Facebook stellt oder in YouTube oder in all diese, was willst du beabsichtigen? Hast du 1 Million Like, was dann? Jeder, der dir ein Like gegeben hat, was gibt er dir Yawm al-Qiyamah? Was kann er dir geben, Yawm al-Qiyamah? Nichts. Und denjenigen, in dessen Hände Paradies und Höllenfeuer ist, fürchtest du nicht. Schämst du dich nicht für ihn? Machst du die Tat nicht rein für ihn? Wenn du die Tat nicht rein für ihn machst, wer gibt dir dann die Belohnung? Keiner von Facebook gibt dir die Belohnung. Keiner von YouTube gibt dir die Belohnung. Keiner, der dir Tag und Nacht sagt, was, wie rechtschaffen du bist, gibt dir die Belohnung. Heutzutage begleiten die Leute sozusagen die Handys in Hajj, in Umrah, in alle Gottesdienste, wo man rein mit Allah subhanahu wa ta'ala seinen Gottesdienst machen sollte, teilt er seine Freunde und seine YouTube und seine Facebook-Freunde mit, was er gerade macht. Das ist eine Krankheit geworden. Ihr merkt nicht, wie viele Belohnungen davon weggehen. Dann hast du die Tat umsonst gemacht. Wer will dir retten, Yawm al-Qiyamah? Wer will dich retten? Deswegen, hab nicht dieses Herz, der voll gefüllt ist mit Augendienerei und Beabsichtigung der anderen in seiner Tat, sondern reinige dein Herz davon.
Reinige dein Herz, dass er überhaupt jemanden anderen beabsichtigt, außer Allah. Reinige dein Herz, dass du an jemanden anderen außer Allah hängst. Reinige dein Herz von dieser Dunya, dass du deine Tat machst für diesseits. Nicht, dass du Yom al-Qiyamah kommst und du hast keinen Anteil von Belohnung. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist die schwierige Sache. Dass du dein Herz reinigst von der Verabscheuung und von dem Hass. Das ist nicht Verhalten der Gläubigen, dass ihre Herzen hasserfüllt sind. Und leider sehen wir die Jugendlichen und sehen wir viele Muslime heutzutage, die haben einen kranken Herz, der voll gefüllt ist mit Hass. Gegenüber wem? Gegenüber seinem Bruder. Aus welchem Grund? Aus lächerlichsten Gründen. Er streitet mit ihm in ein Gespräch. Hat er sich mit ihm gestritten? Hat er einen Hass gegen seinen Bruder? In irgendeiner Familienangelegenheit hat er seinen Hass dann gegenüber seinem Bruder. In irgendeinem Missverständnis hat er selber falsch verstanden, hat er einen Hass gegen seinen Bruder. Dieses Verhalten ist nicht das Verhalten der Gläubigen. Dieses Verhalten kommt von denjenigen, die die Religion falsch verstanden haben. Oder deren Herzen noch nicht richtig gefüllt ist mit Iman. Denn die Gläubigen haben ein Verhalten, wie Allah das im Koran beschrieben hat. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Diejenigen, die nach ihnen kommen sind. Wer? Die nach den Sahaba, nach den Muhajirin, nach den Ansar gekommen sind. Welches Verhalten haben sie? Sagen, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ Die sagen, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا O Allah, vergib uns. Und denjenigen, die vor uns vorgeeilt sind, mit dem Iman. Vergib uns und den früheren Gläubigen, die vor uns vorgeeilt sind, mit dem Iman, vergib uns und ihnen. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا Und lass in unseren Herzen keine Hass sein für diejenigen, die glauben. Das ist der Verhalten des Gläubigen. Dass er keinen Platz hat in seinem Herzen für den Hass der Gläubigen, die auf richtigen Wege sind, die an Allah glauben und den Propheten befolgen. Deswegen, liebe Brüder und liebe Schwester, wir haben eine Krankheit, die zu behandeln ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns davon gewarnt. Er hat gesagt, der Shaitan, der hat es aufgegeben, dass er angebetet wird unter den Gläubigen. Der hat jetzt nicht mehr darauf Hoffnung, dass er angebetet wird. Aber wo ist seine nächste Chance, dass die Unheil zu schiften unter den Gläubigen? Das ist, woran er arbeitet. Ihr seht, die Familien, wie er unter ihnen Unheil stiftet und dass sie sich hassen und dass sie auseinandergehen, dass sie sich scheiden, dass die Kinder von ihren Eltern getrennt werden und so weiter und so fort. Alles sind Werke des Teufels. Wenn man sich zurück überlegt, warum habe ich das und das gemacht, dann bereut man das. Und dann sagt man sich, ich hätte das auch anders lösen können. Aber man hört im Augenblick zum Shaitan. Und so ist es zwischen Freund und Freund. Und Mutter und Kind und Partner und Partner. So ist das. Kommt der Shaitan. Mit lächerlichen Sachen ist man schon getrennt. Gibt man sozusagen den Bruder kein Salam mehr. Will man mit ihm nicht mehr zu tun haben. Und dieses Verhalten dürfte nicht unter den Muslimen sein. Im Gegenteil, das ist ein Merkmal. Dieses Hass, dass man mit Hass erfüllt ist, ist ein Merkmal von den Gruppierungen. Seht ihr nicht, wie die Schia und Rawafid einen Hass haben, dessen Religion ist aufgebaut auf Hass. Du siehst sie, wie sie ihren Hass rausbringen als Religion. Sie hassen die Muslime. Sie töten sie.
Sie vergewaltigen die Frauen. Alles aus Religion. Das ist ein Merkmal von Schia. Ein Merkmal von den Khawarij. Die den Takfir aussprechen gegenüber den Gläubigen, den Muslime. Und sie haben alle Länder, alle Muslime als Kuffar erklärt. Außer die einigen, die mit ihnen sind. Und unter ihnen machen sie auch Takfir. Hass haben sie. Sie strahlen den Hass aus. Und leider unter den Leuten von Sunna gibt es auch Leute, die unter den Muslimen Fitna machen, die unter den Gelehrten Fitna machen. Und sie strahlen auch den Hass aus. Du siehst sie und die haben ein Gesicht oder ein Verhalten voll erfüllt mit Hass. Sie erklären diese Gelehrte für schlecht und diese Gelehrte für schlecht. Und diesen Mann sollte man meiden. Und machen einen großen Hass, wollen sie ausstrahlen und wollen sie jemanden mit Hass füllen, damit er nur mit Hass unter den Leuten geht. Das ist nicht Verhalten von Salaf. Man sollte unterscheiden zwischen Verhalten und den Salaf untereinander, wie sie barmherzig waren, wie sie Brüder waren, unter Verhalten von den falschen Gruppierungen, die den Hass gegen die Muslimen strahlen und sich gegenseitig hassen und falsch erklären und Takfir machen oder Tabdir oder sonst was, Tafsir. Das ist ein falsches Verhalten. Das brauchen wir nicht unter uns, Muslime, dass jemand einen anderen auf den anderen hetzt und ihn den Hass in seinen Herzen pflanzt, dass er unter den gegen die Muslime Hass hat. So haben sich Leute isoliert. So wissen Leute nicht mehr, wie sie miteinander umgehen. Gibst du einen Salam, gib dir den Salam nicht zurück. Er hält dich für einen, der gar nicht zu richtigen Wege gehört. Durch die Einbildung. Wie könnten wir, wenn Allah auf uns jetzt schaut, am 15. von Schaban, wie könnten wir uns korrigieren? Liebe Brüder, diese zwei Macken sollten wir von unseren Herzen entfernen. Erstens, sei aufrichtig für Allah SWT. Du sollst wissen, dass dir keine Belohnung gibt außer Allah SWT. Und das Paradies und Höllenfeuer nur in Hände von Allah SWT ist. Und jeder ist angewiesen auf Allah SWT. Wo du deine Taten schmückst, die Person oder die Person, selbst wenn es Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Du kannst nicht deine Taten, die für Allah sind, schmücken für den Propheten. Weil er kann dir selber auch nicht nutzen. Sondern der Einzige, der dir nutzen kann, ist Allah SWT. Deswegen verhalte dich wie die Salaf. Die haben ihre Taten versteckt. Bei den Salaf kamen die Leute zu Besuch. Al-Hasan Basri sagt, ich kannte von den Salaf sehr viele, also von den Sahaba, hatte sehr viele gesehen und erlebt. Sie kamen bei jemandem zu Besuch. Und der ist der Gastgeber, der bringt ihnen das Essen, der bringt alles und schleicht sich zurück hinter irgendeinem Gewand und betet seine Gebete für Allah SWT, ohne dass jemand ihn bemerkt. Warum? Weil sie wollten nicht gesehen werden. Sie wollten ihre Taten reinhalten, dass niemand auf sie schaut, außer Allah SWT. So haben sie viele von ihren guten Taten versteckt. Und wir, seitdem es diese Katastrophe, Facebook und YouTube und so weiter, sind alle sozusagen verrückt geworden. Alle wollen gesehen werden. 24 Stunden lang wollen sie gesehen werden. Was ist das für eine Krankheit? Befreit euch von dieser Krankheit! Und die zweite Sache, liebe Brüder, ihr sollt keinen Hass gegeneinander haben. Wir sind Brüder. Wir brauchen uns. Alle Feinde haben es auf uns abgesehen. Sie benutzen uns gegeneinander. Warum sollen wir eine Waffe für unsere Feinde sein? Warum können wir nicht uns auf den Koran und der Sunna des Propheten Muhammad einigen
und dass wir den Shaitan keinen Platz unter uns lassen. Du willst doch die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann mach was dafür. Befrei dein Herz von dem Hass, von dem Neid. Lass bei dir kein Platz sein für das schlechte Denken an deinen Bruder. Weil manchmal fängt das an mit dem schlechten Denken. Und gib dich bescheiden gegenüber deinem Bruder. Und ich habe in der einen Khutba über die Brüderlichkeit gesprochen, dass man sozusagen sehr viel davon profitieren könnte, dass kein Hass in deinem Herzen bleibt für deinen Bruder. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von jeder Krankheit entfernen und heilen. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala in unseren Herzen keinen Platz für Schirk und keinen Platz für Hass gegenüber unseren gläubigen Brüder lässt. Dass wir für Allah lieben, für Allah verabscheuen und auf dem Weg des Salaf gehen. Und sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam.